Brauchen Sie meine Äste? Ach ja, Sie fliegen ja gar nicht, aber ich. Hallo, mein Name ist Oliver Hörner und ich möchte Sie heute nach Texas entführen. Genauer gesagt nach San Antonio. San Antonio ist eine Stadt mit Geschichte und Geschichten. Haben Sie Lust, einige zu hören? Dann folgen Sie mir. Los geht's. Diesmal habe ich mich für ein Hotel in der Innenstadt entschieden, mit Mang sozusagen. Von hier aus kann ich mir bequem die nähere Umgebung anschauen, aber auch eine Spritztour mit dem Mietwagen unternehmen. Von der Terrasse des Hilton Palacio del Rio fällt der Blick auf die St. Josefskirche, 1871 von deutschen Einwanderern erbaut. Nur einen Steinwurf entfernt das Künstlerviertel La Vita. Im 18. Jahrhundert hausten hier mexikanische Soldaten mit ihren Familien. 100 Jahre später kamen deutsche Emigranten hinzu. Ihr Einfluss auf die Stadtentwicklung von San Antonio ist heute überall sichtbar. Kilometerlang schlängelt sich der San Antonio River durch die Stadt. An beiden Ufern von einer Promenade begleitet. Hier tummeln sich von morgens bis spätabends Einheimische und Touristen. Sightseeing per Boot ist besonders beliebt. Ein Vergnügen selbst in den heißen Sommermonaten, dank dichtem Baumbestand. Der Riverwalk, eine grüne Lebensader im Stadtzentrum. Entlang des Wasserweges locken unzählige Bars, Restaurants und Shops und laden zum Verweilen ein. Texas ist ein US-Bundesstaat mit 3 Klimazonen. Ein Besuch im Botanischen Garten macht das deutlich. Der Texas Native Trail zum Beispiel verbindet die Klima- und Vegetationszonen von Ost- und Südtexas. Hier wandere ich in der Pflanzenwelt von Osttexas. Seine sauren Böden begünstigen den Wuchs von allerlei Pinienbäumen, die auch zum Hausbau geeignet waren. So prägte jede Vegetationszone auch ihre eigene Bauweise. Aus Osttexas stammt dieses historische Blockhaus und seine Nebengebäude. Dort wurde alles abgebaut und hier fast originalgetreu wieder errichtet, inklusive Gemüsegarten. Als die ersten Siedler Anfang des 19. Jahrhunderts hierher kamen, haben sie nichts vorgefunden. Sie waren total auf sich selbst gestellt. Sie hatten keine Straßen, kein Wasser, gar nichts. Sie mussten alles mit ihrer eigenen Händekraft hierher schaffen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel davon, wie sie hier ihre Häuser gebaut haben. Der Süden von Texas dagegen subtropisch trocken. Kakteengewächse, Mesquitbäume, Schwarzdorn. Allesamt Pflanzen, die wir schon eher mit Texas in Verbindung bringen. Südtexas und seine Prärien waren als Siedlungsgebiet schon immer anspruchsvoll. Anders gesagt, nichts für Weicheier. Karges Land, Kakteen, Agaven. Aber der Bundesstaat Texas ist riesig groß und hat verschiedene Vegetationszonen. Und hier in Südtexas war es sehr karg. Und die ersten Siedler mussten sich darauf einlassen, was sie vorfinden. Da war ja nicht viel. Die Bauweise dieses Hauses aus dem Jahr 1880 spricht Bände. Ein Palisadenhaus, gestützt von Zedernholzbalken, mit Asthölzern verbunden und mit Steinen und Lehm aufgefüllt. Bestenfalls noch verputzt. Das war's. Aber diese Hütte bot Schutz vor der Sonne und allerlei gefährlichen Getier. Das musste den Menschen reichen. Alles in allem, ein Streifzug durch den Botanischen Garten von San Antonio ist nicht nur kurzweilig, sondern auch lehrreich. Zumal er einen Einblick in die Geschichte des Lone Star State, Texas, gewährt. Das Tor der spanischen Mission San José. Im Jahr des Herrn 1720 gegründet von Franziskanern, damals noch Teil des Vizekönigreichs Neuspanien. In diesen Kasematten beherbergten die Missionare die indigene Bevölkerung, um sie zum katholischen Glauben zu bewegen. Wow, hier bekommt man mal einen Eindruck, wie die damaligen Wohnverhältnisse waren. Das muss man sich mal vorstellen. Hier haben sie mit 5 bis 10 Menschen in diesen Räumlichkeiten gewohnt, bei 40 Grad Außentemperatur.
Na gut, das eigentliche Leben hat draußen stattgefunden, aber bei 40 Grad in so einem Raum, da muss man sich schon mögen. Das, was so aussieht wie ein kleines Iglu, ist ein Nachbau von einem Ofen. Drei oder vier Familien hier in der Mission haben sich diesen Ofen geteilt und hier ihre Tortillas gebacken. Und das frische Wasser für die Mission kam verlässlich aus Brunnen wie diesem. Damals war an Wasser kein Mangel, trotz wiederholt anhaltender Trockenphasen. Ein Glücksfall. Die Mission selbst, ein Bollwerk der spanischen Kolonialinteressen in der neuen Welt. Die Kirche der Mission. Mehrfach restauriert. Die Fresken über dem Eingangsbereich lassen die frühere Pracht erahnen. Das Kirchenschiff erscheint heute fast im barockem Glanz. Doch nachdem die Ländereien der Mission an die indianische Bevölkerung übergeben worden waren, erstarb auch die Mission Anfang des 19. Jahrhunderts. Wo jetzt Gläubige beten, hausten seinerzeit marodierende Soldaten und Gesetzlose. Die massiven Wände des Konvents boten Schutz vor Angriffen feindlicher Indianer. Wir befinden uns hier im Wandelgang der Mission. Hier links von mir waren die Gebets- und Aufenthaltsräume der Missionare. Und wie Sie sehen, sind die Mauern sehr dick. Denn diese Mission hatte auch Verteidigungscharakter. Gleich um die Ecke eine Gedenkplatte an den Gründer der Mission, Bruder Antonio Magil aus Valencia. Sein Werk gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das gilt auch für die ehemalige spanische Mission San Antonio de Valero, besser bekannt unter dem Namen The Alamo. Statuen im Innenhof erinnern an die gefeierten Helden, die hier im texanischen Freiheitskampf 1836 der mexikanischen Armee die Stirn boten und dann doch ihr Leben ließen. Männer wie Davy Crockett, Ben Travis und James Bowie. Deren Geschichte wurde 1960 mit John Wayne verfilmt. Die Statue von Emily Morgan, einer jungen Sklavin. Eine Legende des Kampfes um Unabhängigkeit. Ihr Name fällt später noch einmal. Zehntausende Besucher strömen jedes Jahr durch die historischen Gemäuer, in dem sich 185 texanische Kämpfer verschanzt hatten. Ihr Gegner, die mexikanische Armee, mit 7000 Mann in der Übermacht. Die Schlacht um Alamo, bis heute ein Mythos der US-amerikanischen Geschichte. An den Wänden finden sich Graffiti aus der Zeit der Belagerung und danach, als Texas bereits Republik war, 1841. Fahnen der US-Bundesstaaten, aus denen die Gefallenen stammen, und die Zahl der Opfer. Tafeln nennen sogar alle Namen. Darunter zwei Deutsche, ein gewisser Henry Thomas und ein Henry Kortmann. Zwei junge Auswanderer, die sich auf die Seite der Texaner geschlagen hatten. Living History, lebendige Geschichte. Historisch interessierte Freiwillige bemühen sich, im Alamo die Erinnerung an den Ursprung von Texas wachzuhalten. Ein Erinnerungsfoto vor Alamo. Fast patriotische Pflicht. Der Einfluss der spanisch sprechenden Bevölkerung, die mexikanische Kultur, ist in San Antonio überall präsent. Hier auf dem sonntäglichen Markt spüre ich das sehr deutlich. Der heilige Antonius unter dem Glockenturm blickt wohlwollend auf das bunte Treiben. Eine entspannte, heitere Atmosphäre zwischen Straßenmusik und Streetfood. Mittagessen. Vielleicht im Restaurant Mi Tierra? Mein Magen knurrt ohnehin schon. Ein bunt geschmückter Hausaltar begrüßt mich mit schrägen Totenköpfen, Fotos und diversen Heiligen. Man feiert den Tag der Verstorbenen. Die Kuchentheke. Beeindruckend. Süßes liegt offenbar im Trend und das Angebot lässt keine Wünsche offen. Nebenan in der Bar und im Restaurant greifen die Mariachis in die Saiten und sorgen für Stimmung. In der Küche herrscht seit Stunden Hochbetrieb. Die Serviererinnen in den traditionellen Farben Mexikos leisten Schwerstarbeit. Der Laden brummt. Ausgetagt der Familien samt Kind und Kegel. Eine Deko wie zu Weihnachten? Falsch, sie ist immer so.
Jetzt bin ich dran. Neben mir der Besitzer, William Cortez, Spross einer mexikanischen Einwandererfamilie. Oh, das sieht lecker aus. Das hier ist eine Fajita aus Rindfleisch, also ein Skirt Steak. Dann ein Tamale mit Schweinefleisch. Im Inneren befindet sich eine Füllung aus Schweinefleisch mit einer Masa, die in einer Maisschale gedämpft wird. Ah, okay. Na, dann werde ich mal kosten. Das sieht aber gut aus. Also, das ist eine Mischung, eine leichte Schärfe, die kommt hinten raus, sehr stark tatsächlich gerade, aber diese Mixtur ist eine breiige Masse, die aber sowas von lecker ist, sehr, sehr köstlich. Really good, really, really good. Aber jetzt kommt hier, schaut mal hier, das ist mit Fleisch gefüllt und Käse, Tomaten, sehr lecker. Sehr gut. Das ist wirklich gut, William. Vielen, vielen Dank. Aber gerne, danke. Die US-Schauspielerin Eva Longoria, als Wandgemälde verewigt. In Mitiera hat sie sich wohlgefühlt, so heißt es, wie viele andere Prominente. Auch Carlos Santana war hier. Naja, seine Musik kennen ja fast alle. Das Günther-Haus. Hier am San Antonio River errichtete der Einwanderer Karl Hilmar Günther 1859 eine Getreidemühle. Der Mann aus Weißenfels an der Saale, ein Pionier der Nahrungsmittelindustrie, könnte man sagen. Sein Wohnhaus, heute ein Museum mit Restaurant und Café und mit vielen Erinnerungsstücken an die gute alte Zeit. So wie das Günther-Haus befinden sich auch diese Gebäude im sogenannten King William Historic District, in Anlehnung an den Preußenkönig Wilhelm I. Vince Michael, deutschstämmig und Denkmalpfleger, führt mich durch die Straßen des Distrikts. In diesem Viertel wohnten zahlreiche deutsche Einwanderer. Viele von ihnen kamen in der Folge der gescheiterten Märzrevolution 1848 nach Texas. Manche der schmucken Häuser erinnern an die Baustile der Renaissance und an die Bäderarchitektur. Eine Augenweide, oder? Heute ist es ein Hausmuseum, das jeder besuchen kann. Toll, und das ist die Küche, ja? Ja, genau. Was für ein Mensch war der letzte Eigentümer? Walter Mathis war ein engagierter Denkmalschützer und hat mehr als ein Dutzend Gebäude in diesem Viertel vor dem Verfall gerettet. Das hier sah er als sein letztes Projekt, weshalb es auch Villa Finale genannt wird. Außerdem war er ein großer Sammler, Kunstwerke, Bücher, Musikinstrumente, einfach alles. Mathis hatte einen riesigen Appetit auf Kultur. Das Oktoberfest des Beethoven-Männerchores ist das kulturelle Highlight der deutschen Gemeinde. Ob mit oder ohne bajuwarische Trachten, jeder ist willkommen. Hier amüsieren sich alle Bevölkerungsgruppen. Ein frisch gezapftes Bier mit dem Vereinspräsidenten David Uhler? Sehr gerne. Unterdessen bringt die Musikkapelle die Feiergemeinde in Wallung. Die Stimmung ist bestens. Und nach dem dritten Bier macht sich offenbar Hungergefühl breit. Auch darauf ist man eingestellt. Bratwurst und Leberkäse, deutscher geht's nicht. Die Menüfolge will erklärt sein. Und als eilige Zwischenmahlzeit tut's ein Gulasch oder ein Kartoffelsalat, solange die Bratwurst noch brutzelt. Erwartungsvolle Gesichter. Es naht der Höhepunkt des Abends. Der Festbieranstich, der nur besonders ausgesuchtem Personal überlassen wird. Drei! Super! Yeah, yeah, yeah. Yeah. He's got it. Yes. Und
Pizza, Bier! Ein Freibier trinkt man eben immer gern. Das ist in San Antonio nicht anders als auf der Wiesn in München. Mit den Deutschen hat sich in Texas auch deutsche Brautradition etabliert, obwohl mitunter neue Wege eingeschlagen werden. Getrunken wird, was schmeckt. Die Künstlerbrauerei ist da ein gutes Beispiel. Vera Deckert aus Hamburg ist als Braumeisterin der unternehmerische Motor des Ganzen. Das Wissen um die Braukunst hat sie sich aus Büchern erworben und dann zusammen mit ihrem amerikanischen Ehemann weiterentwickelt. Texanischer Wagemut mit deutschem Herz. Das Resultat sind interessante Bierkreationen und abgefahrene Bezeichnungen. Zum Wohl. Das meiste, was hier gebraut wird, wird hier serviert. Wir brauen nicht viel, wir brauen einmal die Woche und dann tun wir zwei verschiedene Rezepte. Und ein Rezept sind ungefähr 14 Fässer. Und da hat man so eine Idee, wie viel das ist. Eines von Veras Bieren heißt Confident Bitch, selbstbewusste Schlampe. Das muss ich probieren. Also Confident Bitch ist ein englisches Brown Ale. Unseres ist malzig mit Nussgeschmack, aber hat eine ordentliche Portion Hopfen. Wie viel Prozent hat das? 6,5 hat das. Oh. Also für deutsche Geschmäcker ein bisschen heftig. Ja. Naja, Hauptsache das Bier kommt an. Bei den weiblichen Gästen soll das überwiegend der Fall sein. Heute nehme ich mal das Auto und schaue mir die Umgebung von San Antonio an, wo es so richtig texanisch ist. Schließlich lande ich auf einer Art Farmgelände. Also, wenn man schon in Texas ist, sollte man doch mal zu einem Rodeo gehen. Und das werde ich heute tun. Aber erwartet nicht von mir, dass ich selber auf den Bullen steige. Das überlasse ich anderen. Kommt doch mit! Die Kinder haben schon mal ihren Spaß. Und die Eltern rücken dort zusammen, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Von den Füßen aufwärts die Damen top gestylt. Die freien Plätze sind schnell belegt. Und in den Anhängern die Hauptdarsteller des Abends. Dieser Bulle zum Beispiel. Ein Prachtkerl. Also, das macht meinem Nachnamen ja alle Ehre. Hörner. Die haben echte Hörner. Für die abendliche Show sind inzwischen noch weitere Teilnehmer eingetroffen. Immerhin in einer prominenten Nebenrolle. Die haben auch kleine Protektoren auf den Hörnern, damit, wenn das Lasso kommt und sie gefangen werden, sie nicht verletzt werden. Aber ihr seht, die Ränge sind noch leer, deswegen werde ich mich jetzt mal umschauen. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, mit einem der Akteure zu sprechen. Das hier ist T.C. Jones. Er ist Cowboy und Rodeo-Kommentator. Was ist für ihn als Cowboy das Wichtigste dabei? Beim Rodeo ist das Pferd dein bester Teamkollege. Cowboy oder Cowgirl und ein Pferd. Das ist das Allerwichtigste. Ja, mit ihm musst du zusammenarbeiten. Ja, wirklich. Das wirst du auch bald sehen können. You'll get to see a lot of that right here in the rope. Und dann geht es auch schon los. Achtung! Gut festhalten! Aua! Oh je, das muss doch wehgetan haben. Ah, schon besser. Der ist von Anfang an in der Rückenlage. Kompliment! Na, das ging ja schnell. Ah, das sieht doch schon besser aus. Prima. TC hatte recht. Die Pferde arbeiten mit. Wirklich gut. Das war ganz großes Kino. Und jetzt? Och nein, ich glaube es ja nicht. Kinder reiten auf Schafen. Dazu die Bee Gees mit Staying Alive. Zack! Das gefällt den Leuten. Die Hütte bebt. Und da kommt noch einer. Ups!
Naja, alles heile. Kein Problem. Aber jetzt. Wer kommt nun aus dem Tor herausgeschossen? Du liebe Güte! Bulle gegen Reiter! Ich halte die Luft an. Puh, alles gut gegangen. Respekt. Mindestens 8 Sekunden musste der Mann auf dem Bullen reiten. Punktlandung. Dann ist Schluss mit lustig und DC verabschiedet das Publikum und uns in die tiefschwarze Nacht. Noch einmal fahre ich mit dem Auto aus San Antonio raus in das nahegelegene Hügelland. Mein Ziel? Die Unterwelten der Natural Bridge Caverns. Als 1960 4 College-Studenten vor dieser Kalksteinbrücke standen, vermuteten sie darunter unterirdische Gänge. Aus Neugier zwängten sie sich durch diese Felsspalten und entdeckten eine Sensation. Unter der Erdoberfläche eröffnete sich ihnen eine geradezu traumhafte, entrückte Welt gewaltiger Tropfsteinhöhlen. In den feuchten unterirdischen Hallen zahllose Stalagmiten und Stalaktiten, die im Verlauf von Jahrtausenden aufeinander zugewachsen sind. Bis heute sind noch längst nicht alle Höhlen erforscht und nur ein Teil ist öffentlich begehbar. Ich empfinde Demut, wenn ich sehe, welche Wunderwelten die Kräfte der Natur im Laufe der Erdgeschichte erschaffen können. Zurück in San Antonio, hinter dem Alamo, das Emily Morgan Hotel. Sie erinnern sich? 1924 als Medizinzentrum in neugotischem Stil erbaut. Hier soll es seit Jahren nicht mit rechten Dingen zugehen. Von Spuk ist die Rede. Werbemasche oder Wahrheit? Ich will's wissen und treffe den Hotelmanager Cole Siefken, der mich mit dem Aufzug nach oben führt. Denn die Berichte über geisterhafte Schatten und seltsame Geräusche stammen, so heißt es, meist aus dem 14. Stock. Hier oben gibt es zwar eine 12., aber keine 13. Etage. Das passt. Cole kennt alle Geschichten. Nicht nur, dass Gäste von unerklärlichen Ereignissen berichten. Die Geister der Vergangenheit scheinen sich offenbar auch dem Personal zu offenbaren. Manchmal hört man hier im 14. Stock von Leuten, die ihre Tür öffnen und plötzlich eine Krankenhausszene sehen. Dann schließen sie die Tür. Und wenn sie wieder öffnen, ist die Szene weg. Das ist ja gruselig. Ach, eigentlich ist das kein gruseliger Ort zum Übernachten. Bei uns gibt es keine Leute, die auschecken und Mörder, Mörder schreien. Die Leute sollen nicht denken, dass das hier ein Ort zum Gruseln ist. Nein, unsere Geister ähneln eher dem freundlichen Gespenst aus dem Film Casper. Das beruhigt mich und ich plane, bei der Rezeption ein Zimmer zu buchen. Na dann lieber doch nicht. Am Abend draußen auf dem Riverwalk. Von Geistern keine Spur. Höchstens von Nachtschwärmern. Ist das nicht eine herrliche Stimmung? Sie sehen, in San Antonio kann man immer etwas erleben. Und um das texanische Umfeld zu erkunden, ist San Antonio genau der richtige Ausgangspunkt. Aber was erzähle ich? Sehen Sie doch selbst. Also, bis dahin, Ihr Oliver Hörner.